Moin, moin war gestern. Jetzt heißt es in Hamburg, grüß Gott. Wir sind hier auf der Reeperbahn im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Und hier beginnt in wenigen Minuten der 34. Deutsche Evangelische Kirchentag mit einem großen Open-Air-Gottesdienst. Der Kirchentag geht los. 117.000 Besucher haben sich angemeldet. Dazu kommen jeden Tag 40.000 Tagesgäste. Die Menschen kommen aus der ganzen Republik, teilweise sogar aus dem Ausland nach Hamburg. 5.500 Helfer, ehrenamtliche Helfer sind da, um diesen Großevent hier zu organisieren. Zu erkennen sind sie an roten Tüchern und blauen Schals und blauen T-Shirts, eigentlich gar nichts zu übersehen. Ja, es ist das vierte Mal, dass in Hamburg der Kirchentag stattfindet. Das allererste Mal war das schon 1953, dann 1981 und 1995. Und heute bei strahlendem Wetter nun der vierte Hamburger Kirchentag. Die ganze Stadt ist eigentlich in Aufregung. Überall sieht man Menschen umherlaufen mit Rucksäcken. Manche singen auch schon. Die Stimmung ist super, natürlich auch, weil die Sonne scheint. Das freut natürlich alle, vor allen Dingen auch die Gastgeber, die Stadt. Der Bürgermeister hat heute einen Senatsempfang gegeben und hat die Spitzen der Kirche eingeladen und hat da nochmal zu kund getan, wie schön er das findet, dass Hamburg Austragungsort dieses Kirchentages hier ist. Das Besondere an diesem Kirchentag ist, dass wir mit vier Eröffnungsgottesdiensten starten. Diese vier Eröffnungsgottesdienste finden statt an vier sehr prominenten Orten in der Stadt, alle Open Air. Hier sind wir, wie gesagt, auf der Reeperbahn. Hier geht es um 17 Uhr los. Der Countdown läuft jetzt sozusagen in Minuten. Weitere Eröffnungsgottesdienste sind am Strandkai in der Hafen City. Ein weiterer Gottesdienst ist auf dem Rathausmarkt und auf dem Fischmarkt. Also alles Orte, die für Hamburg stehen. Die Reeperbahn ist natürlich auch was Besonderes. Jeder kennt sie in Deutschland, die sündige Meile. Hier haben sich, wie gesagt, Zehntausende schon versammelt. Ganz in der Nähe ist die berüchtigte Herbertstraße, die viele Menschen kennen. Es gibt hier viele Live-Clubs, wo abends gefeiert wird von Jugendlichen, natürlich auch viele Striptease-Lokale. Also eine ziemlich ungewöhnliche Mischung für diese vielen tausend Menschen, die hier beten wollen und singen und auch ihren Glauben feiern. Wir wollen mal ein bisschen herumgehen und mal mit ein paar Leuten sprechen, warum sie eigentlich hier sind und machen uns jetzt mal zusammen auf den Weg zu einer Gruppe, die hier vorne steht. Können wir mal kurz vorbei? Wir müssen hier mal einmal vorbei. Hier weiß ich schon, sind ein paar ganz, ganz begeisterte Kirchentagsbesucher. Erzählt doch mal, wo ihr herkommt. Wir kommen aus Berlin. Jetzt sag mal deinen Namen bitte. Ich bin Maria. Das ist Adrian, ja. Dani, Anna und Jonas. Okay, erzählt mal ein bisschen, wo kommt ihr her aus Berlin? Magst du erzählen, Maria? Ja, also wir kommen aus der Neu-Tegel, aus der Hoffnungskirche. Ja gut, das könnt euch nicht verlieren. Nee, auf keinen Fall, wir sind hier so Team-Look. Ja. Ja, und dort kommen wir eigentlich aus verschiedenen Wir kommen eigentlich aus verschiedenen Schulen, aber treffen uns dann immer jeden Freitag zum Jugendtreff wieder. Ja, und wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, zum Kirchentag zu fahren? Das ist ja gar nicht so normal, oder? Also ich war ja letztes Mal auch dabei, hier in Dresden. Habe ich auch den Schal noch. Wann war das? Vor 2 Jahren, glaube ich. Dani war auch dabei. Fand ich halt sehr schön. Da sind wir auch mit der Gemeinde gefahren, hatte der Pfarrer vorgeschlagen. Und dann haben wir uns einfach gedacht, es war so schön. Und dann haben wir noch ein paar Freunde eingeladen, dass sie mitkommen und sind dann losgefahren. Mit wie vielen Leuten seid ihr jetzt hier? Mehr. Also wir aus dem ganzen Kirchenkreis schon mehr als 2 Busse voll, aber von uns jetzt nur 20 Leute aus der Gemeinde, genau. Was ist denn so eure Erwartung eigentlich, was ihr hier erleben wollt? Ich weiß nicht, vielleicht auch mal... Ja, also wir wollen auf jeden Fall Spaß haben und in Gemeinschaft was machen und ja. Welche Rolle spielt denn da der Glaube überhaupt? Ist das, oder ist das hier alles Happening? Nö, aber vieles. Ja. Kannst du es ein bisschen genauer sagen? Ja. Allein morgen? Ja. Allein morgen das CC-Gebet und solche Sachen, also... Alle Menschen uns verbindet hier, dass wir eigentlich alle hier sind, weil wir ja glauben. Und hat hier alles eigentlich damit zu tun, egal was man macht. Wie ist denn das zu Hause? Redet ihr da auch über euren Glauben so ganz normal in der Schule oder ist das eher so ein Tabuthema da? Ja, in der Schule eher nicht, weil ich bin in der Schule in der Mitte in Berlin und da sind wir eine ziemlich gemischte Schule und da gibt es wenige Christen, deswegen aber. Manchmal kommen wir da auch zu Dialogen zwischen den Religionen, das ist auch interessant dann.
Ist Glauben so ein bisschen auch so ein Haltpunkt in deinem Leben zum Beispiel? Ja, also, ja. Ist was, tut dir gut sozusagen? Ja, also ist auf jeden Fall toll und ich habe mich auch gefreut, dass ich hingehen kann. Gut, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Macht nicht jeden Nacht zum Tag, sondern lasst euch noch ein bisschen Kraft dafür, dass ihr hier auch was mitnehmen könnt. Und ja, kommt gut durch die Tage und genießt Hamburg bei diesem grandiosen Wetter auch. Vielen Dank. Viel Spaß für euch. Ja. Tschüss. Tschüss. Das Motto des Kirchentags ist, so viel du brauchst. Das kommt aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, der Vers 16 ist das. In diesem Vers wird die Geschichte erzählt, wie Moses mit den Israeliten durch die Wüste geht. Und es ist, vorher sind sie schon durchs Meer, durchs Wasser gegangen. Gott hat ihnen geholfen und hat das Meer beiseite geschoben. Trotzdem sind die Israeliten etwas unglücklich. Es ist heiß, sie haben Hunger, sie haben Durst. Und da hilft ihnen Gott wieder und schickt ihnen Wasser, aber auch Manna, das vom Himmel fällt, und Wachteln, heißt es in der Bibel. Und das ist genau der Punkt, an den die Menschen hier erinnert werden sollen mit diesem Spruch, so viel du brauchst. Du kannst dich darauf verlassen, Gott ist bei dir, er hilft dir und gibt dir so viel du brauchst. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Wasser und Brot, sondern auch auf geistige Nahrung. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen weitergehen und schauen, ob wir noch interessante Leute hier auf diesem Kirchentag treffen. Es wird hier übrigens sehr voll. Ich denke, das liegt schon auch an der ganz besonderen Situation, dass wir hier auf dem Kiez sind, auf der Reeperbahn. Viele junge Leute sind hier. Das ist auch normalerweise immer so, dass auf Kirchentagen 2/3 der Besucher junge Menschen sind, wie unsere Gruppe gerade aus Neukölln. Aber wir wollen mal sehen, ob wir vielleicht auch noch andere finden und bahnen uns jetzt hier mal ein bisschen den Weg. Es wird übrigens so sein, dass bei diesem Eröffnungsgottesdienst durchaus auch Rock- und Popmusik eine Rolle spielen. Man hört es ein bisschen im Hintergrund. Corny Littmann, ein Hamburger Theatermacher, der sehr bekannt ist und hier zwei Theater betreibt auf der Reeperbahn, wird mitmischen bei diesem Gottesdienst. Die Predigt wird, anders als das normalerweise in der Kirche ist, nicht von einem Pastor gehalten, sondern von dem Vorstandsvorsitzenden von Böhringer Ingelheim, also von einer Pharmafirma, der sich als Christ bekennt und auch im Kirchentagsvorstand mitarbeitet. Wir gehen jetzt mal weiter und gucken, ob wir hier überhaupt noch durchkommen. Natürlich haben viele Leute auch schon ihre, Entschuldigung bitte, viele Leute haben natürlich ihre Rucksäcke mit, kommen direkt von der Bahn zum Teil auch. Wir müssen jetzt einfach mal sehen, ob wir hier durchkommen und uns den Weg bahnen können. Vorhin war es hier noch deutlich leerer, als es jetzt ist. Ich gehe jetzt einfach mal einen Augenblick vor. Musik hören wollt, kommt ihr hier, wenn ihr feiern geht, kommt ihr hier, wenn ihr eine besondere Bühne auf dem Kirchentag habt. Man hört es schon, das Vorprogramm läuft sozusagen schon, damit es auch den Menschen hier nicht langweilig wird. Wir gehen hier mal weiter und schauen mal. Ist ein Lebensgefühl. Welches Lebensgefühl ist das? Beschreib das mal. Wir gehen hier weiter. Entschuldigung. Wer von euch kennt den FC St. Pauli? Können wir hier einmal durch? Also hier geht es auch nochmal natürlich um Themen, die außer Kirche auch wichtig sind, nämlich zum Beispiel Fußball. Das macht natürlich hier auf St. Pauli auch spielt eine große Rolle, der FC St. Pauli. Okay, es wird immer voller hier. Ich weiß noch gar nicht, ob wir hier durchkommen. Also ich glaube, wir kommen hier gerade im Augenblick nicht weiter. Vielleicht dürfen wir einfach mal hier jemanden fragen. Wir sind vom Hamburger Abendblatt und machen gerade einen Livestream. Das wird also direkt ins Internet geschickt. Darf ich Sie fragen, wo Sie herkommen? Aus Berlin. Aus Berlin. Wir hatten gerade schon Berliner. Scheinbar ist Berlin hier mit großer Zahl angekommen. Mein Name ist Dr. Claudia Niemann. Und was hat Sie bewogen, hier auf den Kirchentag zu kommen? Ja, einmal natürlich die Atmosphäre, die man ja kennt aus den Kirchentagen, aber zum anderen auch noch das, was ich als Beruf jetzt mache. Moment. Schauen Sie mich ruhig an. Ja, nee, ich muss jetzt hier was rausholen. Zeige ich Ihnen. Ich möchte gerne meine Firma ein wenig promoten. Das ist die Gospel GmbH. Wir machen moderne Verkündigung. Wir beschäftigen uns damit, moderne Gottesdienste zu machen in allen Zielrichtungen. Und das möchte ich hier auch ein bisschen publik machen. Sind Sie denn selber auch Mitwirkende beim Kirchentag oder sind Sie? Ja, ich bin ja. Und zwar, wir sind, also meine Kollegin und ich, wir sind über den kirchlichen Fernunterricht hier.
Der kirchliche Fernunterricht bildet Prediger fürs Ehrenamt aus und wir haben die Ausbildung abgeschlossen und wir machen jetzt auch ein bisschen Werbung für diese den KFU, kirchlicher Fernunterricht der Kirchen in Mitteldeutschland heißt das. Hört sich ja sehr spannend an. Was ist denn so Ihre Erwartung an den Kirchentag? Auf was freuen Sie sich ganz besonders? Einfach sehen, was Gott mit uns hier macht. Einfach sehen, was Gott mit Ihnen gemacht hat. Mit uns macht. Er macht laufend was. Und in der Erwartung bin ich auch gekommen. Ich war schon in Dresden vor 2 Jahren. Man hört, dass das mein Heimspiel war. Und Hamburg ist ein Stück weit weg. Ja. Und da ich aus dem Ort gekommen, ist das für mich was Besonderes. Ne? Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß hier auf dem Kirchentag und wunderbare Erlebnisse. Ein paar Eingebungen. Und das schenke ich Ihnen. Gut, danke schön. Also ich habe nicht erwartet, dass es so voll hier wird. Auf jeden Fall voller als bei den letzten Demonstrationen. Heute Morgen gab es hier eine große Demonstration von der Gewerkschaft zum Tag der Deutschen der Arbeit. Das ist ja immer so am 1. Mai. Da war es deutlich leerer. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Kann ich einmal vorbeigehen? Wir müssen uns einmal hier den Weg bahnen. Wir haben ein Ziel. Haben Sie auch ein Ziel? Ja, klar. So, jetzt sind wir nochmal, haben wir uns durchgekämpft, muss ich sagen. Ehrlicherweise habe ich hier vorher schon mal gefragt, ob ich hier ein paar Fragen stellen darf bei dieser Familie, weil hier auf dem Kiez sind nicht ganz so viele Familien wie vielleicht bei den anderen Gottesdiensten. Darf ich fragen, wo Sie herkommen? Wir kommen aus Elmshorn. Und wie heißen Sie? Familie Dickhaut. Familie Dickhaut. Ja, Martina, Per Olof und Anne. Das ist Anne. Anne, was? Warst du schon mal auf einem Kirchentag oder ist das dein allererster Kirchentag? Das ist mein allererster Kirchentag. Hast du schon irgendwie so ein Gefühl? Einfach nur viele Leute oder ist da schon was im Bauch, was kribbelt? Beides. Beides. Sind Sie auch sonst kirchlich engagiert, daheim in der Gemeinde? Ja, wir sind in Elmshorn in der Baptistengemeinde. Ich war schon dreimal. Das ist jetzt mein dritter Kirchentag. Und wo waren die letzten Kirchentage, auf denen Sie waren? Oh, das ist schon länger her. Das war einmal in Hamburg vor vielen Jahren und in Hannover. Hannover war 2005, glaube ich. Da war ich auch. Deswegen weiß ich das so genau. Aber das ist schon etwas her. Welche Rolle spielt denn der Glauben für Sie? Können Sie das so mal kurz sagen, bitte? Anfang und Ende eines jeden Tages und zwischendurch immer wichtig. Bei Arbeit, bei Beruf, also Familie, Freizeit, ist immer da, so wie Luft einen umgibt. Spricht man denn darüber auch zum Beispiel am Arbeitsplatz oder ist das da doch eher ein Tabuthema? Man spricht nicht viel drüber, obwohl ich in einem christlichen Krankenhaus arbeite, hier in Hamburg im Albertin-Krankenhaus, diakonischer Träger. Aber die Mitarbeiter sind so, wie sie sind. Und ich bin Christ. Sie leben Ihren Glauben so, wie Sie ihn leben. Haben Sie noch einen Plan für die nächsten Tage, was Sie auf gar keinen Fall verpassen wollen? Das würde mich noch interessieren. Ja, ich möchte mit Anne gern das Trommeln mitmachen an den Wallanlagen. Trommelzauber. Da müssen wir unseren Zuschauern vielleicht noch einmal sagen, es gibt ein spezielles Kinderprogramm in den Wallanlagen. Das nennt sich Kinder im Zentrum. Da ist den ganzen Tag Programm für Kinder und mit Kindern. Ganz viel zum Mitmachen. Und da willst du auch hingehen, nehme ich mal an, Anne. Keine Ahnung, ja. Aber glaub schon. Ich glaube, das macht Spaß. Also morgen früh geht es gleich los mit Trommeln? Wahrscheinlich erst am Freitagmorgen. Wir haben uns so andere Sachen schon angeguckt, was wir gerne machen wollten. Wir möchten gerne mal in die jüdische Gemeinde, in die Synagoge gehen, uns da Vorträge anhören. Ja, also ein bisschen buntes Programm. Sie haben schon einen richtigen Stundenplan, obwohl gar keine Schule ist. Ja, so ein bisschen, ja. Okay, ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Danke. Genießen Dankeschön. Sie diesen Kirchentag und nehmen Sie etwas mit. Danke. Tschüss. Danke. Ja, jetzt wird es langsam immer enger und ich würde ganz gerne noch einmal da so ein bisschen den Blick auf die Bühne lenken und werde mich jetzt hier noch einmal durchboxen, ohne allzu sehr viel Ellbogen zu benutzen. Ich hoffe, dass das klappt. Entschuldigung, dürfen wir hier einmal kurz mit unserem Mikro und der Kamera, die noch hinter mir kommt, durch? Danke. Entschuldigung, dürfen wir einmal hier vorbei?
Alle Kirchentagsbesucher haben diese Tüten übrigens bekommen. Da drin ist, vielleicht kannst du mir das mal kurz erklären, was ist in diesen Tüten drin? Hast du schon mal reingeguckt? Ja, das Sand drin und die Lieder von diesem Gottesdienst. Hast du irgendwie eine Idee, warum da Sand drin ist? Also unsere Vermutung ist ja, damit sie besser stehen, die Tüten. Weißt du was, jetzt kann ich dir noch richtig was erzählen. Ja. Der Sand ist da drin, weil Mose ist doch durch die Wüste gegangen mit den Israeliten. Ja. Mose 2, Vers 16, ne? Wir sind in der Wüste und deswegen ist da Sand drin. Danke. Gerne. Wir gehen noch mal weiter. Entschuldigung, darf ich hier einmal vorbei? So, jetzt haben wir hier nochmal einen etwas anderen Standpunkt. Auf der Bühne ist schon ordentlich was los. Die Stimmung ist eigentlich schon super, kann gar nicht mehr besser werden. Also es fühlt sich schon an, als ob der Kirchentag in Gang ist. Dabei dauert es ja immer noch ein paar Minuten, bis es wirklich losgeht in der ganzen Stadt. Ich habe hier nochmal jemand gefunden aus Münster, mit denen ich gerne nochmal sprechen würde. Zwei Damen. Das sind die Leute aus Münster in Westfalen, ne? Super katholische Gegend, oder? Ja, das stimmt. Überwiegend katholisch. Aber wir sind evangelisch. Also Sie sind da, kommen jetzt quasi aus der Diaspora mal ins volle Leben. Verstehe ich das richtig? Ja, so ist das. Würden Sie mir Ihren Namen netterweise sagen? Ja, mein Name ist Andrea Jung. Und wer sind Sie? Beate Fox. Sind Sie nur zu zweit da oder sind Sie in einer größeren Gruppe hier? Nein, wir sind jetzt nur zu zweit da. Und wo sind Sie untergekommen? Ja, wir sind in einem sehr netten Hotel in Fuhlsbüttel untergekommen. Ja, okay. Gibt es irgendwelche Pläne für die nächsten Tage? Haben Sie schon so einen richtigen Plan gemacht, also einen Stundenplan? Oder ist das vielleicht sogar so, dass Sie ein iPhone haben, wo Sie sich das alles schon auf der App runtergeladen haben? Naja, so fortschrittlich bin ich nicht. Aber wir haben uns schon einen Plan gemacht, was wir jetzt auf jeden Fall morgen machen wollen. Und es fängt dann gleich an mit einer Bibelarbeit, weil wir zu Frau Käsmann wollen. Und dann werden wir uns ein bisschen treiben lassen, je nachdem, erstmal Messe hallen und dann nachmittags unser Programm machen. Das haben wir schon. Morgen ist ja auch der Bundespräsident, er ist heute schon in der Stadt, aber morgen macht er auch eine Veranstaltung. Ist das auch was, wo Sie Interesse hätten hinzugehen? Ja, prinzipiell schon. Wir haben allerdings für morgen überlegt, dass wir die Messehallen besuchen, den Markt der Möglichkeiten, weil unser Arbeitgeber da vertreten ist. Die haben da einen Stand. Ja, und für Samstag haben wir auch schon einen Programmpunkt. Und zwar singt da ein Gospelchor in Altona in der Petrikirche. Kann ich gerade auch noch ein bisschen Reklame machen, der Gospelchor Epiphanias. Ja, und da werden wir um 15 Uhr auftreten. Jetzt müssen Sie mir das auch noch mal sagen. Welche Kirche war das und wie heißt der Chor? Die Petrikirche in Altona. Und der Chor heißt Epiphanias aus Münster. Aus Münster, gut. Sie singt da mit. Ja, achso, Sie singen da auch mit. Ja, dann. Also wir werden uns vielleicht morgen bei Frau Käsmann sehen, da werde ich auch hinkommen. Ja, aber vielleicht sehen wir uns auch nicht, weil da ja sehr viele Leute sein werden. Ich wünsche Ihnen früh da sein vor allem. Ja, stimmt, wieder früh aufstehen. Ja, okay. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Zeit in Hamburg und genießen Sie es. Wir versuchen uns noch mal so ein bisschen weiter durchzufragen. Und kommen hier mal ein bisschen, ja, ich möchte niemand auf die Füße treten, hier sind inzwischen doch auch ein paar mehr Kinder, sehe ich hier. Wo kommt ihr denn her? Mögt ihr uns das sagen? Wir sind vom Hamburger Abendblatt. Nordrhein-Westfalen. Und das ist ja groß, ne? Willst du es vielleicht ein bisschen genauer machen? Ja. Und seid ihr in einer Gruppe zusammen hier, Konfergruppe oder was ist das hier? Konfirmationsgruppe. Die ganze Zeit, 4 Tage oder wie lange seid ihr da? Sonntag. Bis Sonntag. So, und jetzt müsst ihr mir noch mal sagen, wo ihr übernachtet. Du hast gerade schon was gesagt. In einem Gymnasium. In welchem Stadtteil war das? Rissen. Okay, das ist ein bisschen weiter weg. Und da muss man dann auch früh ins Bett gehen, damit man am nächsten Tag auch gut ausgeschlafen ist für das Riesenprogramm. Ne? Ist euch klar? Gut, ich wünsche euch ganz viel Spaß hier in Hamburg. Es dauert jetzt nicht mehr lange, so langsam merkt man schon. Es wird noch mal ein bisschen ruhiger da vorne auf der großen Bühne. Das ist ja eine Bühne, wo sonst auch Rockkonzerte stattfinden, alles mögliche andere. Direkt neben dem Operettenhaus, wo im Augenblick noch Rocky läuft, das Musical, was demnächst auf den Broadway gehen wird, ist es jetzt ruhig geworden. Ich nehme mal an, dass es jetzt wirklich nicht mehr so lange dauert, bis es da losgeht mit dem Gottesdienst. Ich weiß, dass am Hafen auch mehrere Schiffe fahren werden und tuten werden und das soll sich so ein bisschen anhören wie ein Kirchenlied. Das werden wir hier auf der Reeperbahn wahrscheinlich nicht hören können.
Aber es ist natürlich eine total nette und nettes Willkommenssignal für alle Besucher des Kirchentags und passt ja auch zu Hamburg und zu den Maritimen, was hier ja eine wichtige Rolle spielt in dieser Stadt. Ja, wir gucken noch mal ein bisschen, ob wir noch ein bisschen weiterkommen und sehen mal, wen wir hier noch so treffen auf diesem Kirchentag hier. Also wir haben schon gemerkt, es sind doch sehr viele junge Leute hier. Inzwischen habe ich auch, muss ich mich korrigieren, es sind auch doch einige Leute mit Kindern da. Aber hier haben wir noch mal eine Gruppe mit keinen Kindern, sage ich jetzt mal, um mich ein bisschen aus der Affäre zu holen. Darf ich Sie fragen, wo Sie herkommen? Aus Bad Rothenfels, in der Nähe von Osnabrück. Das ist ja auch Nordrhein-Westfalen, ne? Nein, das ist Niedersachsen. Es ist Niedersachsen. Oh, da war ich ja ein bisschen falsch. Gut, das ist gut. Wir hatten schon so viele aus Nordrhein-Westfalen. Sie haben da so ein Tuch um. Und Sie haben da auch so ein Tuch um. Und das passt so super gut zu diesem Grün, finde ich. Sieht ganz toll aus. Würden Sie uns das einmal zeigen? Wir sind vom Hamburger Abendblatt und machen hier einen Livestream für unsere Seite abendblatt.de. Und das müssen wir unseren Lesern und Zuschauern nochmal deutlich machen, was das ist, weil ich weiß das schon. Das ist ja was Besonderes, ne? Mögen Sie mal erklären? Bitte was? Was ist das? Das ist der Kirchentagsschal mit dem Motto von diesem Kirchentag. Und wo kriegt man den her? Überall hier in der Stadt sind Ehrenamtliche, die verkaufen. Oder wo man verspendet und dann Bier hält. Und warum haben Sie das jetzt um? Ist das so ein Gemeinschaftsgefühl, wenn alle den Schal tragen? Oder waren Sie schon mal öfter auf dem Kirchentag und sammeln den sogar? Beides. Okay, jetzt müssen Sie ein bisschen erzählen. Wie oft waren Sie schon auf dem Kirchentag? Ist das fünfte Mal? Ja. Ist das fünfte Mal diesmal. Das heißt, Sie haben zu Hause schon 4 solche Schals hängen? Ja. In allen Farben? Ja, orange. Was waren die alle schon? Orange? Orange war Köln. Genau. Berlin war? Gelb. Lila, genau. Und, dann war gelb. Und wie finden Sie jetzt Türkis? Gute Farbe? Passt, also ich finde, passt zu Ihnen sehr gut irgendwie. Hat gut geglückt, ne? Ja, ja. Passt perfekt. Ja, nee, ist wirklich schön. Haben Sie eine konkrete Erwartung, was Ihnen hier auf dem Kirchentag vielleicht passieren soll? Also ich fahre eigentlich nicht mit Erwartung zum Kirchentag, sondern ich erwarte, ich lasse das gerne an mir, also auf mich wirken und finde es einfach wunderbar, diese Atmosphäre zu spüren. Ja, klar haben wir uns auch Programmpunkte rausgesucht, an denen wir interessiert sind, aber ich finde einfach die Atmosphäre und was mir am besten gefällt am Kirchentag ist, dass so viele Menschen zusammen sind und so friedlich dabei sind. Also die Atmosphäre ist gigantisch gut immer. Ein Programmpunkt, den Sie auf gar keinen Fall verpassen wollen? Ich möchte unbedingt gerne morgen früh zu dem Thema von Samuel Koch zur Inklusion. Da ist ja auch unser Bundespräsident dabei. Genau. Wann müssen Sie sich da anstellen, um da überhaupt noch reinzukommen? Das weiß ich nicht. Fängt um 11 an, das weiß ich. Ja, wir werden früh genug da sein. Okay, dann hoffe ich, dass Sie einen Platz bekommen. Danke. Bei dieser besonderen Veranstaltung. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Wir bahnen uns hier nochmal weiter den Weg. Es ist jetzt wirklich sowas von ruhig hier, dass ich glaube, dass es jetzt wirklich gleich losgeht. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir nochmal einmal hier so den Bogen machen können. Mal schauen, ob uns das gelingt. Oh, hier sitzt schon wieder jemand, aber gleich sind wir da. Lea, Luise, kommt mal zu mir bitte. Ich komme nicht zu euch. Das wird ein bisschen eng hier. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, es ist doch deutlich voller geworden, als ich mir das vorhin vorgestellt habe. Ich habe gerade schon gesagt, Lea und Luise sind das hier. Wo kommt ihr her? Aus Bielefeld. Ja. Und seid ihr Schülerin, Studentin? Wir machen gerade unser Abi. Genau. Wie, da habt ihr Zeit, hier auf den Kirchentag zu kommen? Ja, wir sind gerade mit unserer mündlichen Prüfung durch. Genau, also gerade geschafft. Und hat's gut geklappt? Ja. Also das heißt, ihr seid jetzt völlig entspannt im Hier und Jetzt und könnt diesen Kirchentag so richtig genießen. Seid ihr denn aktiv in der Kirche in irgendeiner Weise? Wir haben beide die Konfi-Arbeit unterstützt bei uns und ja, das haben wir jetzt 8 Jahre, glaube ich, gemacht. Ja. Ja. Da waren wir immer dabei. Genau. Was heißt das unterstützt? Also ihr habt Jugendliche begleitet und im Konfirmandenunterricht mitgearbeitet, so richtig? Bei uns macht das der Pastor. Nee, also wir hatten halt Konfitage und da haben wir dann die Pastoren mit unterstützt und Gruppen mitgeleitet und Konfifahrten haben wir dann auch immer Gruppen ja, geleitet zusammen und so halt Unterstützung geleistet. Also irgendwie höre ich darauf, man könnte, oder ich glaube, man könnte sagen, du glaubst. Ist das so richtig? Ja, auf jeden Fall. Und wie ist es bei dir, Lisa? Ja. Und was bedeutet das? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, das ist für jeden ganz unterschiedlich und individuell. Also für mich heißt es, dass ich weiß, dass irgendwas auf uns aufpasst, dass da irgendwas ist, was über uns steht, dass ein bisschen was für uns festgelegt ist im Leben und etwas, worauf wir uns immer verlassen können.
Hört sich ziemlich gut an. Wie ist das für dich, Luise? Bei mir ist das genauso, also dass man weiß, dass noch was anderes da ist, was man nicht wirklich sieht und das ja auf uns aufpasst. Habt ihr auch vor, später in eurem Berufsleben eventuell was zu machen, was mit Kirche zu tun hat? Im Berufsleben jetzt ganz praktisch bei mir nicht, aber ich werde wahrscheinlich auch weiter ehrenamtliche Arbeit machen, also gerade mit Kindern, das macht unheimlich Spaß in der Konfi-Arbeit. Ja, ist bei mir genauso. Und was geht jetzt los nach dem Abi? Jetzt mal ganz, ganz praktisch gefragt. Arbeiten, Ausbildung. Okay. Ausbildung bei mir auch, ja. Aber nicht durch die Welt reisen erstmal. Erstmal da bleiben. Ja, genau. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen leise werden. Vielen Dank, ihr beiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir müssen jetzt ruhig werden. Psst, es geht los. Unsere Hauptpastorin, Frau Dr. Murmann von der Kirche St. Katharinen, Hauptkirche St. Katharinen, begrüßt jetzt hier die Gäste. Und wir verabschieden uns von Ihnen. Hat Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch viele Erlebnisse auf diesem Kirchentag haben. Ciao.